Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Mit mir, Alex47, mit dem Twi'lek. Moin. Moin, okay, moin, mit Twi'lek moin. Und mit Albert. Genau. So, dann machen wir am besten die Fleischräuber-Fakten-Mission. Die Idole untersuchen könnten wir machen, ja. Wir könnten auch den neuen Rekrut können wir auch machen. Liegt, glaube ich, alles in der Nähe. Ja, so ungefähr. Ja, so ziemlich, ne? Deshalb begeben wir uns an ein Gebiet, das wir nicht kennen. Nein, in der Ecke. Und wir, toller Start schon mal, wir haben uns verlaufen. Echt? Oder sind falsch gegangen? Oh, passiert. Dann springen wir runter. Jawohl. Warum habe ich das Gefühl, dass da lang geht? Folg einfach dem Hauptweg. Was hier wohl alles mal stand, wenn man sich die Gebäude hier so anguckt. Überall hängen Skelette unter. Fleisch ist das wohl. Und Bonusmission haben wir auch noch gekriegt. Hat es auch wieder da am Start. Drei Fleischräuber noch, dann haben wir die Bonusmission. Okay, Stufe 11 erreicht. Glückwunsch. Stufe 12 erreicht. Und Bonusmission erledigt. Das ist doch schön. Noch dazu ein neues Gebiet erkundet. So, die Idole. Eins ist in der Richtung, wenn ich es richtig sehe. Ja. Müsste da oben sein, da oben. Sind in der Richtung oben auf dem Hügel da, beim Baum. Jo. Glaube ich mal. Wenn ich mich richtig an der Karte orientiere. Was ich bestimmt nicht tue. Jetzt ist es eher links von uns. Ja, da oben links. Oh, oder? Ah nee, das ist diese andere Mission. Der neue Rekrut. Bevor ich mein Schwert gezückt habe, war er schon tot. Ja.
Okay, wir finden hier einen Schulranzen. Komisch, dass die Mutter das auch noch sagt, dass wir auf dem Weg wahrscheinlich einen Ranzen finden werden. Als wenn ihr es wüsste. Komisch. Er spricht. Jedi? Ach, der Matriarchin sei Dank. Psst! Jedi reden! Jedi Frieden! Er will mit euch reden. Er ist zu schwach, um zu kämpfen. Jedi! Jedi Frieden! Er brauchte jemanden, der ihm hilft zu kommunizieren. Deshalb hat er mich mitgenommen. Und deshalb lässt er auch dieses Treffen zu. Ich habe versucht, ihm Basic beizubringen. Du bringst ihm eine Sprache bei? Geht es dir gut? Sei still. Er hat dich also als Dolmetscher mitgenommen? Ja, aber es ist schwierig. Ich bin nicht sicher, wie viel er versteht. Kopfding reden! Kopfding reden! Lernen Energie! Ich versuch's ja. Bitte, ich versuche es wirklich. Er glaubt, dass er mächtig ist. Er denkt, er kann die Macht anwenden und er will, dass die Jedi ihn ausbilden. Kann er die Macht wirklich anwenden? Erst einmal lässt er dich frei. Genug. Mir scheint, dass wir unsere Zeit verschwenden. Energie reden! Felsenbau reden! Bitte hör zu. Er ist jetzt ruhig. Wenn wir reden, bleibt er ruhig. Die anderen Fleischräuber dienen ihm, weil sie vor seinem Fluch Angst haben. Aber die Macht ist überwältigend für ihn. Er muss von den Jedi lernen, wie er diese Energie beherrschen kann. Er ist schwach. Wie stellt er sich das vor? Das ist keine Entschuldigung. Dann bleibt mir wohl keine Alternative. Versteht er überhaupt, was er da verlangt? Was die Jedi-Ausbildung ist? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, er hält die Jedi für Jäger. Nehmen Energie! Jagdenergie! Gehen Felsenbau! Kopfdingfleisch! Ihr lässt mich erst gehen, wenn ihr ihm helft, in den Jedi-Tempel zu kommen. Das könnt ihr doch, oder? Ihr könnt doch die Jedi-Meister dazu bringen, dass sie ihn ausbilden. Ich versuche es. Er muss sterben. Es ist zu gefährlich, einen Fleischräuber leben zu lassen, der die Macht nutzt. Aber... Psst! Jedi! Ich... Hui, der ist aber weit geflogen. Danke. Ich bin dankbar, dass ihr gekommen seid. Habt ihr doch keine Angst eingejagt? Du bist jetzt in Sicherheit. Geh schon nach Hause. Jetzt ist alles überstanden. Ja, ich verstehe. Ich finde schon zurück zum Dorf. Nach dem, was ihr getan habt. Jetzt, wo er mich nicht mehr beobachtet, ich schaffe das schon. Es werden weitere Fleischräuber kommen. Seid vorsichtig. Ja, gut. Damit haben wir die dunkle Seite jetzt gesehen. Mhm. Die helle Seite werden wir wohl nicht sehen damit, aber das ist halt in der Gruppe so. Ah, da oben ist das eine Idol. Juhu, das leuchtet so blau. Mhm. Wo ist denn der Twi'lek? Da, wo der Twi'lek auch immer ist. Schau mal, wir müssen hier hoch, ja. Hier hoch, den Weg rauf und dann da lang. Oh, Mist. Schön. Meins. Hm. Ja, das brauche ich nicht. Hm. Schuhe, aber die Beherrschung ist zwar besser, aber die Ausdauer schlechter. Ja, Ausdauer halt, dass du mehr aushältst und so. Ja. Deswegen werde ich die auch erstmal nicht anwenden. Mhm. Wie viele Aufnahmen kommen noch? 10 Minuten ist die Folge gerade alt. Ihr habt die Mission auch. Jawohl.
habt ihr die wohl aus dem Dorf bekommen, ne? Mhm. Ja gut, ich hab die ja aus dem Tempel gekriegt. Mhm. Das nächste Idol müssten wir eigentlich mal den Weg folgen, das schon da vorne ist. Genau vor unserer Nase. Oh, was war das denn? Das war ein Klingensturm. Klingensturm? Truhe. Und ein grünes Objekt. Ja, ich glaube mal, wir brauchen kein Blastergewehr. Nee. Ja, sind übersehen. Ein Idol fehlt noch. Mhm. Wenn wir eigentlich nur dem Weg folgen, müssten wir dann... ich glaube mal da runter und da hinten ist es. Folgen wir da einfach. Ich sehe was Grünes leuchten. Ein gutes Zeichen. Eine imperiale Bataillonsfahne. Na gut, eigentlich kann man sowas nicht gebrauchen. So, wir sind beim Idol und du? Stufe 13. So, bei Meisterin Genso oder Meister Vox? Genau. Und wem geben wir was ab am besten? Story-Mission. Ah ja, die Story-Mission ist ja noch hier in der Nähe. Auge des Jägers. Oder? Bei uns ist das Gesicht des Feindes. Genau. Zur Fleischräuberhöhle. Jo, die nehmen wir noch mit. Liegt ja auf der Hand, ist ja direkt dabei. Kommst du da wieder hoch? Ja, da ist so ein Weg, aber ich muss mir ja den erstmal freikämpfen. Guter Steinwurf. Ja, du, mit sehr viel kleinen Steinen, da geht das sehr gut. Hm. Und die Fleischrauber, die sind ziemlich robust, würde ich so sagen. Hm. Da kann man die leicht treffen. Jo. So, ab in die Höhle.
Nun ja. Lässt der Zwillig mich glatt zurück? Lässt der Zwillig und der Cyborg mich glatt zurück? Eine Dame, eine feine Dame. So, jede Ritterphase ist nach links. Ich komm dann mit. Deine Phase ist geradeaus dann gewesen eigentlich. Aber ja. So, kannst nicht rein? Serater oder? Ja gut, ich habe jetzt schon gewählt. Willst du alle hier mitnehmen? Jetzt gerade. Scheint schon. Du hast gesagt, ja. Ja, hab ich nicht verstanden. Hinten in der Ecke wären noch welche. So, du musst hier die aktivieren, oder? Ja. Ihr müsst der Padawan sein, der meine Leute abschlachtet. Eure fehlgeleiteten Angriffe ändern nichts. Eure Zeit ist abgelaufen. Das ist also euer Gesicht. Jetzt weiß ich, warum ihr eine Kapuze tragt, Bangle. Orges Geschmack bei Padawanen ist schwach geworden. So wie er selbst. Ihr habt meinen Schüler Kalef exekutiert. Ich kann seinen Tod an euch spüren. Ich habe ihn über Jahre hinweg trainiert. Er war ein guter Mann. Ein Mann mit Prinzipien. Seid ihr stolz auf euch? Euer Schüler war ein Mörder. Er griff junge Padawane an. Ich gab Kalef zu früh zu viel Verantwortung. Sein Hunger nach Gerechtigkeit war seine einzige Schwäche. Jeder sogenannte Jedi auf Tython wird sterben. Das ist ein Versprechen. Euer gesamter Orden ist schwach. Ihr habt nichts getan, um den Fortschritt des Imperiums zu stoppen. Gebt euch nicht dem Hass hin, Bangor. Lasst uns euch helfen. Dabei helfen, ein Feigling wie ihr zu werden? Ich bin der letzte wahre Jedi in der Galaxis. Genießt euren kleinen Sieg. Es wird euer letzter gewesen sein. Interessant. Ach so, und ich habe ein Lichtschwert bekommen. What? Novizenlichtschwert des Oberhaupts, aber ich brauche dafür hell 1 oder höher. Und da ich für einen dunklen Jedi gehe, kann ich es vergessen. Lol. Einen Moment mal. So, dann fehlt jetzt.
Ich kann es eh nicht gebrauchen. Ja gut, im Moment kann ich es auch noch nicht gebrauchen. Ja. Aber da du hier für helle Seite gehst, würde es mehr Sinn machen. Ich bedanke mich. Bitte sehr. So, jetzt fehlt noch Kommt meine Story. Was? Kommt drauf an, welche Nebenklasse du nimmst. Ja, als Schatten hast du auch ein Doppellichtschwert. Ja gut, das... Ja, okay, er kann beides mit alles nehmen. Untersuche die Steinmarkierungen. Was für Punkte? Ich danke euch, glaube ich. Ich hole mir meine eigenen Siegel. Tut mir leid, ich verstehe nicht, was ihr für Punkte meint. Ich verstehe, ihr jagt für höheres Ansehen. Wie hoch ist eure Punktzahl? Eine wirklich seltsame Religion. Wie viele von diesen Juggernaut-Punkten habt ihr? Nichts, was ich entziffern kann. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Drängt mich nicht. Sie ist stark ausgewaschen. Ich kann nichts erkennen, was uns helfen könnte. Es könnte ein Ritual gewesen sein. Ich werde mir das ansehen. Knochen sind mega. Zumindest ist es ein Anfang. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Jedi. Uns ist schon ganz schlecht von diesem Fleischräubergestank. Wie seid ihr hier reingekommen? Ihr wart in Kalikori? Ist Nalen Raloch bei euch? Ich hatte gehofft, Nalen wiederzusehen. Wir haben noch etwas zu besprechen. Nalen sagte, er würde auf euch warten. Ihr habt wohl etwas, das er braucht. Er muss diese Quelle von Rachivari finden, damit er unser Dorf weiterhin verteidigen kann. Tut mir leid. Ihr wart ehrlich zu uns. Aber ich muss diese erste Klinge an mich nehmen, die ihr in Kalett gefunden habt. Nalen braucht sie. Hört zu, Nalen ist wahnsinnig. Ich kann euch stattdessen Credits anbieten. Helle Seitpunkte? Ich behalte sie, angreifen. Du, Credits möchte ich eigentlich auch nicht ausgeben. Nalen geht es nur um die Quelle von Rajivari. Er hat eure Leben riskiert, indem er euch herschickte, obwohl er euch doch angeblich retten will. Ihr versteht das nicht. Wir sind alle... Wir haben Angst. Nalen kommt nur noch selten ins Dorf. Er isst und schläft kaum. Und wenn man mit ihm spricht, sehen seine Augen so merkwürdig aus. Lasst mich ihm helfen. Wisst ihr, wo er ist? Geht einfach. Ich sollte selbst mit Nalen sprechen. Wo kann ich ihn finden? Das weiß niemand. Er sprach davon, Kalett zu erkunden, aber das ist schon Stunden her. Er ist schon lange fort. Etwas Schreckliches geschieht, nicht wahr? Behaltet euer Artefakt, was immer es ist. Haltet es von Nalen fern. Jedi,
bitte, verletzt ihn nicht. Was immer aus Nalin geworden ist, er hat es für uns getan. Hier, in dieser Höhle, diskutierten wir Gründer unsere Vision des Jedi-Ordens. Und ich, Rajivari, hörte zu. Ich hörte zu, als sie unseren neugeborenen Orden verstümmelten. Als sie für die Mittelmäßigkeit plädierten. Das ist nicht hinnehmbar. Ich habe Pläne geschmiedet. Mit meiner Armee aus Typhans wahren, dunklen Söhnen werde ich diesen Rat der Narren ausmerzen, während sie noch schwätzen. Dunkle Söhne? Das war sein Verrat. Das war sehr wagemutig. Moment. Was meint er mit Typhons wahre dunkle Söhne? Nur meine Schüler und ich werden überleben. Von Kalett aus werden wir die Jedi zu dem machen, was sie verdient haben zu sein. Wenn das Heft der Dinge zurückgebracht wird, hatten wir Erfolg. Und die Zukunft folgt dem Weg, den wir verlassen haben. Folgt mir, Suchende. Folgt dem Weg zur Quelle von Rajivari. Es ist Zeit. Rinkons Luxar. Trakwa Krenok. Lukitratschos. Ich verstehe ein wenig. Meister Nuon sollte das hier sehen. Diese Unklarheit macht mich wahnsinnig. Bringen wir sie in den Jedi-Tempel. Meisterin Yuan kann uns bei der Auslegung helfen. Abgeschlossen, untersuche die Steinmarkierungen. Kehre zu Meisterin Yuan Paar zurück, melde dich bei Meisterin Genso oder Meister Box und kehre zu Treya Kovev zurück. Das heißt, wir müssen sowieso ins Dorf Kalikori. Doch bevor wir das tun, würde ich sagen, erfahrt ihr das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen mit Maxerate Gaming und Albert und meiner Wenigkeit. Bin wieder da. Gerade rechtzeitig. Super. Jo, so. Das war's dann für diese Folge. Haut raus. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.